Hallo, ich bin Nunja, ich bin 13 Jahre alt. Hi, ich bin Jessica, ich bin 14 Jahre alt. Wir zeigen euch heute verschiedene Berufsbilder, bei denen manche noch gar nicht wissen, dass dort immer mehr Computertechnik eingesetzt wird. Und zwar wo? In der Landwirtschaft. Und dafür sind wir extra aufs Land gefahren. In dem ersten Beitrag seht ihr unsere Eindrücke und wie es ist, auf dem Land zu leben. Da wir noch nie auf dem Land waren, hatten wir einige Vorurteile. Und zwar, ach, seht selbst. Schon mal auf dem Land? Nein. Eili? Nein. Wie noch nie? Nein. Warst du schon mal auf dem Land? Ja, bei meiner Tante. Die hatten da Vögel? Also hier Hühner? Genau, Hühner. Und noch so andere Tiere, aber ich weiß nicht, wie die heißen. Die haben keine Handys, keine elektronischen Sachen. Ich weiß, das sind ja Vorurteile. Ich war ja noch nie da. Du warst doch noch nie auf dem Land? Doch, schon. Mannheim da. In der Nähe. Westdeutschland. Wie, und die Leute hatten kein Handy dort? Doch, aber es war eben halt nicht so mit Kühen, sondern so ein richtiges Dorf. Alles war ruhig, Felder. Man hatte Angst in der Nacht. Was würdest du von einem Beruf in der Landwirtschaft halten? Könnte ich mir nicht vorstellen, weil ich dann ja auch im Land war. Hallo Nico. Hi. Hast du schon einmal in einer Großstadt gelebt? Nee. Könntest du dir vorstellen, in eine Großstadt zu ziehen? Nee, allein schon wegen dem Krach und so weiter. Wenn du Freizeit hast, was machst du da? Fußball spielen, angeln. Sowas wie Kino oder eine Bowlingbahn. Habt ihr sowas? Also hier im Dorf nicht, aber Finsterwalde, anliegende Stadt oder so. Ob das jetzt so toll ist, in der Großstadt zu leben, irgendwie an der Straße oder so, die ganze Zeit der Krach oder so, ob das so toll ist. Na okay, wenn man so zu Hause hört man den meistens nicht. Auf dem Land ist ja, denkt man, ist ja relativ langweilig. Aber hier gibt es auch viele Sachen am Wochenende zu machen. Da verbringt man halt seine Wochenenden meistens mit Freunden. Du machst was mit den Pferden? Ja. Und was da so genau? Na, ich fahre Kutsche, zweispännig meistens. Da fahren wir hier eben auf Turnier meistens durch Hindernisse oder Dressur auf dem Platz. Also ich könnte mir vorstellen, später mal irgendwie vielleicht in der Stadt zu studieren, wenn ich dann 30 bin oder so. Würde ich dann doch schon gerne mal wieder aufs Land zurückziehen, und weil es eben meine Heimat ist. Ich habe schon seit ich 9 Jahre bin mit Pferden zu tun. Ich habe dort viele Jahre voltigiert, das ist so Turnen auf dem Pferd hier mit diesen Griffen. Ich wohne hier 10 Kilometer entfernt, in einer Kleinstadt. Meine Eltern hatten mit Tieren gar nichts weiter zu tun und ich war da eher die Ausnahme. Nerven die manchmal die Pferde, wenn man die immer säubert und so? Nö, nerven kann man nicht sagen, aber die machen viel Arbeit. Wie alt ist das Tier und wie alt werden die Tiere, also die Pferde? Richard ist 14 und das ist ganz verschieden. Pferde können bis 30, 40 Jahre alt werden. Aber so, sagen wir mal, so sportlich genutzt werden sie bis maximal 20, 22, 23 und dann sollte man ein bisschen Ruhe machen.
Was hattet ihr denn für Vorurteile? Na, dass es keine Handys gibt und so. Und dass es hier sehr stinken soll. Ja. Und trotzdem habt ihr euch hierher getraut? Ja. Ja. Und was habt ihr jetzt für einen Eindruck gewonnen? Ihr seid ja jetzt schon einige Stunden hier. Also ist ganz cool. Langweilig ist auf jeden Fall nicht. Es geht ja auch um Berufe. Hat euch aber auch nicht so gereizt. Ich meine, ihr wolltet zwar alle Traktor fahren, aber irgendwie... Wäre das was für euch? Oder im Kuhstall? Ja, also nee, eigentlich nicht, aber die Erfahrung zu machen war schön. Ja. Für unsere Dokumentation haben wir die Agrargenossenschaft Sonnenwalde 80 Kilometer südlich von Berlin besucht. Dort wird modernste Computertechnik eingesetzt. Wie viele Tiere und wie viel Land haben Sie? Wir haben ungefähr 1000 Rinder, Kühe, die Milch geben, junge Kühe, die mal Milch geben sollen, Kälber. Und dann haben wir auch Bullen, also die männlichen Rinder, die dann irgendwann mal im Grill landen. Und dann haben wir noch 1000 Schafe. Mutterschafe, die dann jedes Jahr Lämmer bekommen. Land haben wir 2300 Hektar. Welche speziellen modernen Techniken setzen Sie ein? Für das Ackertechnische setzen wir mit unseren Maschinen auch Satellitentechnik ein. Das heißt also, die Maschinen werden per Satellit gesteuert, sodass der Fahrer nicht mehr lenken muss, dass die Arbeitsbreiten automatisch eingehalten werden, dass Erträge aufgezeichnet werden, die auf den Feldern sind, zum Beispiel beim Mähdrescher. Dass Pflanzenschutzspritzen automatisch abschalten, wo sie schon mal gespritzt haben, sodass nichts doppelt verarbeitet und behandelt wird. Und das würde für die Umwelt nicht gut sein und für die Pflanzen auch nicht. Die Düngerstreuer haben Sensoren drauf, die erkennen, wie die Pflanzenbestände sind und stellen sich darauf hin, das werden wir nachher von der Firma Agricon hören, stellen sich danach hin den Düngeraufwand ein. Also die sehen, wo viel Pflanzen sind, da schmeißt die Maschine viel Dünger hin und wo wenig Pflanzen sind, da schmeißt ihr weniger hin, weil diese wenigen Pflanzen nicht so viel Dünger brauchen. Und in der Tierproduktion, da setzen wir auch die Computertechnik ein. Die Tiere werden also beim Melken erkannt, es wird gespeichert, wie viel Milch die Kuh gibt. Daraufhin können wir die Futterrationen einstellen, sodass also die Kuh genau entsprechend ihrer Leistung, die sie bringt, auch das optimale Futter kriegt, sodass also sie gesund ernährt wird. Es wird in den Rechnern gespeichert, wann die letzten Behandlungen gewesen sind mit Medikamenten, sodass da auch alle Gesundheitsvorschriften eingehalten werden können und man immer verfolgen kann, was wurde an Medikamenten für die Tiere eingesetzt, damit nachher nichts in den Nahrungsmittelkreislauf über die Milch oder über das Fleisch bei euch danach auf dem Frühstückstisch landet. Ne? Wird es in der Zukunft Bauernhöfe geben, die vollautomatisiert sind, also ohne Menschen? Ohne Menschen nicht. Dann sind es keine Bauern. Wie Computer und GPS in der Pflanzenproduktion zum Einsatz kommen, hat uns ein Mitarbeiter noch mal ganz genau erklärt und auf dem Feld gezeigt. Wir bereiten gerade hier auf diesen Feldern um uns herum die Aussaat der Winterfrüchte vor. Das ist hier an dem Standort Wintergerste. Drüben läuft der Schlepper zur Grundbodenbearbeitung, es wird geflügt. Und bevor wir hier drillen können, muss ein optimales Saatbett geschaffen werden für das Saatgut für die Gerste. Und deswegen arbeiten wir mit diesem Gerät nochmal flach bis ca. 5 cm den Boden vor und dann kommt nächste Woche hier die definitive Störung statt. War die Ausbildung ein Traumberuf von Ihnen? Ja. Warum? Weil ich draußen sein wollte, die Arbeit mich interessiert hat. Mit Tieren beschäftigen hat mir Spaß gemacht oder macht mir auch immer noch Spaß. Und ja, das war von Kind auf an mein Traum gewesen, das zu machen. Und was macht Ihnen am meisten Spaß? Am meisten Spaß ist eigentlich so das Frühjahr, wenn alles wächst, wenn die Pflanzen in voller Leistung stehen und wenn man sieht, dass sich die ganze Arbeit am Ende gelohnt hat, oder dann kommt ja irgendwann die Ernte und dann merkt man, man erntet was von der Arbeit, die man gemacht hat, die man reingesteckt hat. Wie finden Sie den Computereinsatz in der Landwirtschaft? Sinnvoll, sehr komplex teilweise,
aber ist natürlich ein Hilfsmittel, was wir brauchen, auf das wir mittlerweile nicht mehr verzichten können und uns eine Menge Vorteile schafft, was wir direkt auf dem Acker mit der Computertechnik machen. So, also der Fahrer dieses Schleppers bekommt von mir diese Chipkarte früh am Morgen, bevor er losfährt. Die gibt er in das Terminal ein, wählt sich im Betrieb aus. Das sind wir, Agrargenossenschaft, bleibt in der Regel immer derselbe. Mandant ist auch nochmal AG Sonnewalde, der arbeitet ja für uns. Dann sucht er seinen Schlag. In der Liste mit Schlägen, ich habe mal hier 4 Schläge drauf. Wir sind auf der 4110, das ist die Schlagnummer. Schlagname ist Schmitzberg. 4 Schläge sind oben. Ich wähle mal den aus, auf dem wir sind. Und dann sehen wir schon, wir stehen hier an der Ackerkante. Das ist der Außenumriss. Und hier stehen wir gerade mit unserem Schlepper. Der hat ja einen GPS-Empfang. Und jetzt kann ich mich theoretisch von diesem Feld nicht mehr runter bewegen, weil ich weiß, wo das ist. Fährt der ein Stück auf dem Feld, gerade lang hoch. Dann steht hier Spur A und B definieren, so ungefähr 15 Meter, Punkt B. Und dann hat der GPS-Pilot, GPS-Empfänger, automatisch eine gerade Linie. Und diese Linie kann man jetzt wie auf dem Blatt Papier überall legen. Und diese Linie legt er sich dann nebeneinander. Und der fährt jetzt alleine? Der fährt alleine, ja. Journalist, sondern für das Marketing und die Kommunikation zuständig. Also bin quasi dann der Partner für die Journalisten und gebe ihnen die Informationen und vertrete das Unternehmen nach außen. Haben Sie sich schon immer für technisch hochentwickelte Geräte interessiert? Als ich meinen Chef kennengelernt habe und gesehen habe, was er da macht, welche Techniken in der Landwirtschaft eingesetzt werden, da fand ich das schon richtig toll und war echt begeistert. Und welche Technik verkaufen Sie? Unsere Firma hat im Grunde 3 oder ich sage immer dann 4 verschiedene Produktbereiche. Das erste ist der ganze Sensorbereich, also dass wir Betrieben anbieten, Sensortechnik, wie sie dann mit dieser Sensortechnik ihre Felder optimal bewirtschaften können. Alles, was mit GPS-Technik zu tun hat, also das kann man vergleichen wie mit so einem Navigationsgerät fürs Auto, nur dass diese GPS-Technik für die Landwirte sehr viel genauer ist und eben auch automatisch lenken kann. Das dritte ist dann eine Art Servicebereich, also wir nehmen auch Bodenproben bei Landwirten und rechnen dann Düngepläne aus. Das vierte ist alles, was mit Forschung und Entwicklung zu tun hat. Also wir forschen auch an neuen Sensoren, um eben noch effizienter arbeiten zu können. Und wie viele Bauernhöfe haben schon dieses GPS-Gerät, also diese Technik? Also wie viele jetzt genau diese GPS-Technik haben, das kann ich gar nicht sagen. Deutschlandweit sind es aber auf jeden Fall, also wir selber haben so ca. 3000 Kunden und diese Kunden bewegen sich ungefähr bei 600 Betrieben. Wie stellen Sie sich einen Bauernhof in 40 Jahren vor? Ich gehe eigentlich schon davon aus, dass die Technik, die wir zumindest anbieten, Standard werden wird. Bei der GPS-Technik ist es auch schon so, also die Traktorenhersteller werden in naher Zukunft keinen Traktor mehr ausliefern, der nicht irgendwie automatisch lenken kann. Dort gab es auch eine sehr schöne Kulisse für Fotoshootings. Auch mit dem selbstgesteuerten Traktor zu fahren, war eine sehr interessante Erfahrung. Wie auch bei der Milchproduktion Computer eingesetzt werden, haben wir dann im Kuhstall erfahren. Hingegen unserer Vorstellung haben wir auch erfahren, dass es die Berufsbezeichnung Bauer gar nicht mehr gibt. Traumjob, für mich eigentlich immer die Landwirtschaft.
Also für mich gab es nichts anderes. Meine Eltern haben selber einen Landwirtschaftsbetrieb, also bin ich damit aufgewachsen. Von daher war das für mich keine Frage, was ich mache. Bauer an sich gibt es eigentlich nicht mehr als Beruf. Das ist dann der Landwirt oder der Tierwirt. Der Landwirt arbeitet sowohl in der Pflanzenproduktion, das heißt, muss auch in der Getreideernte überall mitarbeiten oder muss die Äcker alle vorbereiten. Und Tierwirt ist wirklich nur, der beschäftigt sich nur mit den Tieren, entweder wie hier in der Milchproduktion oder man kann dann Schafe, Schweine, Geflügel, also sind ja auch verschiedene Richtungen. Aber Tierwirt ist wirklich nur reine Tierproduktion. Reden Sie auch manchmal mit den Tieren, Berlin? Ja, ich rede viel mit den Tieren, natürlich. Ach, das ist eine andere Geschichte. Manche hören hin und manche denken sich, was willst du von mir und gehen weiter. Der Landwirtschaftsberuf an sich ist ja sehr, sehr breit gefächert. Man muss alles können. Man muss irgendwo einen Umgang mit den Tieren haben und damit auch umgehen können. Denn der Umgang mit der Technik, meine Aufgaben zum Beispiel hier im Betrieb ist einmal das Herdenmanagement. Das heißt, wenn Kühe kalben, Geburtshilfe leisten, wenn Kühe krank sind, die dementsprechend behandeln, Kühe einstreuen, ein bisschen rumgucken, ob der Hof ordentlich ist. Und alles ringsherum ein bisschen gucken, was ist, die Leute sagen, hier, das müsst ihr mal machen und ja, wie gesagt, auch mit der Technik fahren. Da werden die Kühe alle reingeholt, die gesamte Gruppe. Eine Gruppe ist immer um die 80, 90 Tiere groß. Die wird reingeholt und dann kommen die nacheinander hier rein. Dann steht die erste Kuh mit dem Kopf hier und mit dem Po hier. Und wenn die Kuh reinkommt, wird ja sowieso erstmal vorgemolken, jedes Viertel, und geguckt, ob die Milch sich verändert hat vom Sekret her. Dann wird das Euter gereinigt und dann wird angesetzt. Und dann hängt das hier so dran und dann melkt das. Jede Kuh hat ja ein Halsband um, sieht ja auch jeder, also so einen blauen Transponder nennt sich das. Und dort hinten an der Tür ist so eine Antenne, die erfasst, welche Kuh hier reingeht und auf welchem Platz steht. Und der Computer, den ich hier habe, der misst die Literzahl von der Milch, wie viel Milch die melkt. Und umso weniger die melkt, dann sagt er halt, die melkt unter 400 Milliliter pro Minute und nimmt dann automatisch das Melkzeug ab. Also unsere Spitzenkühe geben pro Tag 45 Liter. Der Computer sagt mir eigentlich alles über die Kuh, wie viel sie melkt, wie die Kuh heißt, wann die Kuh das letzte Mal besamt wurde und. Dann gibt es noch besondere Zeichen für die Melker, wenn zum Beispiel eine Kuh auf ein Viertel keine Milch hat, das sind sogenannte Dreistriche, die hat einfach kein Gewebe oder produziert keine Milch, dann kommt dir das Zeichen für die drei, dann wissen die halt, ein Viertel brauche ich nicht ansetzen. Wir melken sie ja sowieso immer noch mit Hand vor, weil wir müssen ja wissen, ob sie euterkrank sind. Es gibt Betriebe, die machen es nicht. Ja. Aber wer qualitativ hochwertige Milch erzeugen will, muss das machen. Wir haben ja auch unsere Vorgaben, wie gute Milch sein muss, was für Keime die haben muss und Zellgehalt und. Das müssen wir auch erfüllen. Das kann man nur erfüllen, wenn man sie vormerkt und weiß, was in dem Auto passiert und was da los ist. Wir waren für unsere Dokumentation nicht nur auf dem Land, sondern haben auch ein Forschungsprojekt an der Humboldt-Universität besucht. UFOs haben wir da nicht gesehen, aber kennt ihr schon Agrikopter? Dann seht ganz genau hin. Es geht darum, wie man autonom fliegende Drohnen für die Landwirtschaft nutzbar machen kann. Autonome Navigationsstrategien bedeutet in diesem Falle, dass die Systeme fähig sein müssen, selbstständig zu starten, vorgegebene Wegpunkte abzufliegen, Fotos von oben, von der Bodenoberfläche zu machen, von den Feldern von oben, selbstständig zurückkommen und auf einer vorgegebenen Start- bzw. Landeplattform wieder landen. Nicht? Mit dem Ziel, innerhalb von großen Feldern unterschiedliche Wachstumsdynamiken von Pflanzen zu erfassen. Das sind fertige Bausätze von der Firma Microcopter. Die kann man also kaufen. Das sind Bausätze, die sind gar nicht so teuer, die kosten 1000 Euro. So ein Copter, den kann man sich also dann selber kaufen. Was wir machen, wir müssen nur dieses System mit etwas mehr Intelligenz ausfüllen. Das Projekt ist finanziert von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt. Die fördert also landwirtschaftliche Projekte, allerdings immer mit dem Hintergrund, dass wir auch den Umweltaspekt mit berücksichtigen müssen.
mein Name ist Verena Hafner und ich bin Juniorprofessorin für kognitive Robotik hier am Institut für Informatik an der Humboldt-Universität zu Berlin. Unser Teil am Projekt, also von meiner ganzen Gruppe ist es, die autonomen Flugroboter wirklich autonom zu bekommen, dass die eben auch fliegen und die entsprechenden Aufgaben und Aufnahmen machen können für die anderen Projektpartner. Der kann ungefähr 20 Minuten oder eine halbe Stunde in der Luft bleiben. Es kommt ein bisschen darauf an, wie stark der Wind ist. Also wenn richtig starker Wind ist, dann kann er nicht so lange in der Luft bleiben. Wir haben noch nicht getestet, wie hoch, weil irgendwann bricht dann die Funkverbindung ab und dann ist er weg. Aber der kann schon so 200 Meter hoch fliegen. Die Kamera dann dran, die nach unten hängt, beziehungsweise wir planen das ja, dass zwei Kamerasysteme da rankommen. Eine Kamera fotografiert im sichtbaren Bereich und dann kommt noch eine Nahinfrarotkamera dazu, wo wir also Infrarotstrahlung messen. Also man steuert es über eine Fernbedienung. Der Unterschied zum Flugzeug ist aber, dass er im Prinzip wie ein Propeller oder wie ein Hubschrauber auf der Stelle stehen kann. Also der steht eigentlich, wenn ich den jetzt starte und Gas gebe, dann fliegt er hoch und steht in der Luft und man kann ihn ganz einfach dann sagen, vorne, nach hinten oder dreh dich im Kreis. Und also ist einfacher zu steuern als ein Flugzeug. Ich kann das mal vorführen, ja. Und wird es in 50 Jahren so sein, dass man auch Bauernhöfe ohne Menschen bedienen kann, also mit diesen Agrikoptern? Nein, in der Landwirtschaft werden wir das sicherlich nicht haben, aber es werden viele, viele, viele Arbeitsschritte, die heute sehr zeit- und arbeitsaufwendig oder viel Arbeitskraft erfordern, sicherlich zum Teil von Maschinen übernommen werden, ja. Überall Kameras in der Luft, aber keine Sorge, ihr werdet schon nicht beobachtet. Wir haben uns dann gefragt, wie Bauernhöfe in Jahrzehnten aussehen werden. Naja, dafür haben wir euch auch was vorbereitet. Wir verabschieden uns schon jetzt von euch. Wir hoffen, es war interessant und lehrreich. Wir haben auf jeden Fall was gelernt. Zum Beispiel, dass in den Berufsbildern der Landwirtschaft schon sehr viel Technik eingesetzt wird. Und der Weizenspeicher war auch sehr spaßig. Tschüss! Tschüss. Hallo! Hallo! Was machst du denn so Schönes? Ich werde bei Frohe Ernte im Schülerkonzert. Du machst Computerspiele? Nein, das ist vollautomatisierte Landwirtschaft. Guck, über das Netz kann ich den Traktor über mein eigenes Feld steuern. Wow. Wow. Und die Ernte wird mir dann direkt nach Hause geliefert. Das werden die Kartoffeln sein, die ich gestern geerntet habe. Kartoffeln, Kartoffeln! Dankeschön! Da musst du wohl noch ein bisschen üben.